Kollege Dr. Steinmeier. Jetzt für die Fraktion der CDU-CSU unsere Kollegin Dorothee Bär. Bitte schön, Frau Kollegin Dorothee Bär. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin. Das Schöne ist, Herr Kollege Steinmeier, dass es hier nicht darum geht, ob Ihr Selbstbildnis in Gefahr ist, sondern es geht darum, was wir tun, um Familien in diesem Lande eine Wahlfreiheit zu ermöglichen. Diese Koalition macht keine Politik für ehemalige Kanzlerkandidaten, sondern für die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Lande. Und deswegen ist Betreuungsgeld Zukunftsgeld, weil wir in die Zukunft unseres Landes und in die Zukunft unserer Kinder investieren, weil wir kein staatlich verordnetes Familienmodell wollen, weil wir echte Freiheit, Wahlfreiheit wollen und weil diese Wahlfreiheit auch ein urliberaler Gedanke ist. Und ich möchte nicht, dass sich junge Frauen und junge Männer rechtfertigen müssen für das Familienbild, das sie eben leben. Und es geht ganz vielen Frauen so, dass sie auf Spielplätzen angesprochen werden, wenn sie selber mit ihren Kindern unterwegs sind und sie gefragt werden, warum ist denn dein Kind nicht in der Krippe? Hast du wohl keinen Platz bekommen? Und eine junge Frau sagt, nein. Ich habe mich ganz bewusst gegen einen Krippenplatz entschieden, weil mir das wichtig ist, auch diese Zeit. Dann heißt es auf gut Deutsch, dass sie sich rechtfertigen müssen, weil es langsam absolut am Kippen ist. Und das Spannende ist ja, dass man ja sieht, dass man da bei der Opposition aufgrund des großen Rumgeschreis einen absoluten Nerv getroffen hat. Weil es geht überhaupt nicht darum, ob da jetzt ein Betreuungsgeld eingeführt wird oder nicht, sondern diese hochemotionale Reaktion zeigt ja, dass es Ihnen wohl um was anderes geht. Die SPD hat einfach wahnsinnige Angst. Und Herr Kollege Steinmeier, wenn wir schon beim Zitieren sind, dann hat die SPD eben wahnsinnige Angst, ihre Lufthoheit über den Kinderbetten zu verlieren. Und das ist genau das, was ihr ehemaliger, ich glaube damals war der Generalsekretär Olaf Scholz und Herr Kollege Brunold, Sie müssen auch nicht so garstig sein, nur weil Sie nicht selber kandidieren dürfen in Bayern, einfach mal ein bisschen ruhiger hier, weil man es Ihnen nicht zutraut. Wir müssen uns mal darüber unterhalten, welche Gesellschaftsbilder eben dastehen. Und unser Gesellschaftsbild schaut so aus, dass wir Eltern zutrauen, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Kinder erziehen wollen. Und deswegen machen wir den Ausbau der Kinderbetreuung, sagen aber gleichzeitig, das ist nicht das allein seligmachende Modell. Dazwischen gibt es 100 verschiedene andere Modelle. Und jedem dieser Modelle wollen wir eben Rechenschaft tragen. Und ich finde es wirklich mehr als Schofel. Und der große Familienpolitiker und der große SPD-Grande Herr Oppermann, der sich ja in den Medien toll dazu äußert, aber es heute nicht nötig hat, zur Debatte zu erscheinen, hat gesagt, das Betreuungsgeld ist obszön. Obszön kommt aus dem Lateinischen und heißt schmutzig, verderblich und schamlos. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, was müssen sich eigentlich junge Eltern noch an Beschimpfungen gefallen lassen von Ihnen, die Sie überhaupt nicht wissen, was hier täglich an Familienarbeit geleistet wird in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es muss endlich aufhören mit diesen Diffamierungen, die von Ihrer Seite kommen. Leben und leben lassen, nämlich die Möglichkeit schaffen, dass jede Familie und im Idealfall Mutter und Vater sich einig sind, wie sie eben ihre Kinder erziehen wollen. Und da hat der Staat nicht reinzureden und zu sagen, es gibt ein richtiges Modell an dieser Stelle. Weil Wahlfreiheit ist eben auch Familienmodellfreiheit. Und wir reden dann immer so, und ich meine, Herr Steinmeier, ich sehe es Ihnen nach, Sie sind kein Experte auf dem Gebiet, Sie haben Kitas und Kindergärten alles durcheinander geschmissen und haben die Betreuung von 0- bis 3-Jährigen verwechselt mit der Betreuung von 3- bis 6-Jährigen. Macht nichts, ich erkläre das auch gerne nochmal unter 4 Augen, genau wie wir uns das vorstellen. Aber uns, ich mache das gerne, weil persönlich schätze ich den Kollegen, nur da hat er sich halt von seinen Kolleginnen was Falsches aufschreiben lassen. Wo wir immer, genau, und das ist genau das richtige Stichwort, vielen Dank, wie bestellt. Es geht dann immer, dass man sagt, jawohl, wir müssen jetzt in ein 12-monatiges altes Kind. Das Wichtigste ist, dass da jetzt Bildung reingeknallt wird. Erstens mal bedeutet das, dass Sie damit unterstellen, dass Bildung im Elternhaus nicht stattfinden kann. Das ist ja absurd, Eltern zu sagen, ihr bildet eure Kinder nicht. Natürlich findet Bildung zuallererst in den Familien statt. Aber das Zweite, was mich wahnsinnig ärgert, ist zu sagen, dass von Bindung überhaupt nicht die Rede ist.
Und ohne Bindung kann keine Bildung geschehen. Bildung kann im schlimmsten Fall auch noch mal nachgeholt werden. Bindung kann das nicht. Wenn Kinder bindungsgestört sind und nicht die Möglichkeit haben, auch feste Bezugspersonen, dann muss man auch sagen, es ist auch eine Unverschämtheit und wirklich gemein, Eltern einzureden, dass sie ihren Kindern schaden, wenn sie in den ersten Jahren ihnen irgendwelche großartigen Bildungseinrichtungen, die von denen fernhalten. Und wir reden ja wirklich nicht über die 3- bis 6-Jährigen. Da möchte ich einfach noch mal, dass sie auch in der Debatte sachlich bleiben und dass sie... Die SPD ist irgendwie ein Karnevalsverein, das finde ich schade. Das finde ich wirklich wahnsinnig schade. Ich möchte, dass wir nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Wir investieren wahnsinnig viel in Betreuungsplätze. Sie sollten vielleicht mal, und das noch als kleiner Tipp am Rande, wenn Ihnen das alles so wichtig ist, jetzt hören Sie mal zu von der SPD, wenn Ihnen das alles so wichtig ist, dann reden Sie doch mal mit Ihrer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. 15%. Ach, dieses Schwarz-Gelb ist die Frau Kraft von der schwarz-gelben Regierung, Frau Hohme? Also bitte, jetzt lassen wir doch mal hier die Kirche im Dorf. Frau Kraft hat 15% Betreuung. Ja, die Wahrheit tut weh. Und Nordrhein-Westfalen steht von allen Bundesländern bundesweit am allerschlechtesten da. Wenn Ihnen das so wichtig ist, dann setzen Sie mal einen eigenen Reihen an, kümmern Sie sich um den Ausbau, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen. Ich wohne in Bayern, da ist die Welt in Ordnung und ich will, dass es in ganz Deutschland so ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorothee.